Also auf das haben wir ja schon lange gewartet. Weil ich bin ja immer dort gewesen, wenn ich auf der Region war. Da habe ich immer gesagt, und Hartenstein, das ist der letzte Schnöpfel von Landkreis Nürnberger Land und da kommt es nie. Also ich bin ursprünglich von Hartenstein und ich war schon, also seitdem es die Tag der Regionen gibt, in Eschenbach, schon jedes Jahr. Das ist einfach super. Das ist auf jeden Fall der Flammkuchen. Optimal. Flammkuchen. Vom Reibehof ist der Ziegenkäse. Ja gut, ich meine, wir haben Oktober, klar, es könnte ein bisschen wärmer sein, aber viel besser ist, wenn es nicht regnet. Ja, das Wetter können wir nicht drehen. Ja. Aber die Aussteiger sind wunderbar, was da ist. Also es ist natürlich in der Fränkischen Schweiz, das heißt, Klettern passt hier auf jeden Fall gut her. Das heißt, viele kennen das Thema auch, machen es teilweise auch selber als Natursport. Und deswegen sind wir mit der Kletterwand hier optimal vertreten. Es wird immer wichtiger, es sind für Leute da, für junge Leute. Das ist ganz wichtig, es wird auch immer mehr angenommen. An der Münzinghof, der sehr gut vertreten ist, wird total super angenommen. Was auch schön ist, ist, dass die Vereine da sind, da hinten erst mit dem Bogenschießen und alles. Also es ist echt super, das hat mir total gefallen auch. Ist für die ganze Familie was da. Interessant war für mich das Kulinario, weil das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Ja, das Kulinario ist ein reiner Holzbau, also ist komplett aus, kann man sagen, heimischen Hölzern gebaut. Wenn ich jetzt sehe, was hier im Haus Menschen sich informiert haben, war jetzt für mich völlig überraschend. Also es waren jetzt tausende Leute in dem Gebäude.